Hallihallo, hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt. Ich bin der Onkel und wir zocken Frozen State an. Ein Spiel eines kleinen Entwicklerteams. Es ist ein Spiel in Sibirien. Wie ihr schon seht, im Hintergrund alles zugeschneit, und um was es geht und so, das habe ich wieder mal keine Ahnung. Aber das werden wir natürlich rausfinden, denn wie gesagt, meine Angezockt, die sind immer blind. Und ja, da würde ich sagen, und wenn, dann sage ich es euch schon natürlich vorher, wenn ich schon ein bisschen reingeguckt habe. Und da würde ich sagen, also hier habe ich gerade reingeguckt, weil ich das mit dem Sound nicht hingekriegt habe, weil das Menü jetzt gerade ist ziemlich laut, aber dann im Spiel sehr leise. Und ja, da würde ich sagen, drücken wir mal neues Spiel. Dann haben wir hier eine Charakterauswahl. Jeder dieser Charaktere hat seine eigenen Stärken und Schwächen, die die Constant Rebellity Spieleweise, keine Ahnung, beeinflussen können. So, da haben wir einmal die Maria, Atomphysiker, der Stas, Hooligan und der Ingvar, Offizier. Wir nehmen den Ingvar und starten mal durch. Und jetzt muss ich sagen, in dieser Zwischensequenz, die jetzt kommt, ist unten deutscher Text. Ich versuche ihn schnell vorzulesen. Wenn ich aber mit den ersten zwei Texten nicht nachkomme, dann gebe ich es auf. Dann drückt ihr Pause oder lest es euch selber leise durch. Oder weil es hat, die ganze Zeit habe ich schnell gelesen, kam nicht nach. Und ja, da würde ich sagen, spielen wir mal los. So. Okay, jetzt legen wir gleich los mit Lesen, mal gucken. Der erste Gesandte wurde vor fast 80 Jahren von einem sowjetischen Geologie-Expeditionsteam in der Wildnis Sibiriens entdeckt. 20 Jahre später wurde ein ähnliches Objekt auf dem Grund des Pazifischen Ozeans entdeckt. Es war schnell klar, dass die Objekte schon sehr... Da geht's los. Diese Entdeckung öffneten uns die Augen und ließen uns verstehen, wie unbedeutend wir Menschen eigentlich sind. Um unsere unsättliche Neugier zu befriedigen, stürzten wir uns in wie ignorante Kinder in unzählige Experimente. Viele davon waren grausam und Menschen... Bla bla bla. Nach all den Jahren ist es immer noch schier unmöglich zu sagen, welcher der Artefakte für das Erscheinen der letzten Lazarus-Säule verantwortlich ist. Was wir aber auf jeden Fall wissen, ist, dass die ersten Gerüchte über eine neue Krankheit und eine Auftauchung seltsamer Kreaturen aus der kleinen Werksiedlung bei Chakan in Kazakhstan bla. Irgendwie verändern die Lazarus-Säulen die DNA lebendiger Orgasmen und sie werden zu abscheulichen Kreaturen mit unsättlichem Hunger nach Fleisch. Jedes Opfer, das die Mutierung verschlang, machte sie noch stärker, unaufhaltsamen Kreaturen, oder einfach gesagt, trotz all der ermüdenden Versuche, die berüchtigten Säulen zu zerstören, konnten wir doch etwas sehr Wichtiges herausfinden. Es hat den Anschein, dass bei niedrigen Temperaturen der Stoffwechsel viel langsamer verläuft und die Mutter... Jetzt reicht's aber mal langsam. Dieser kleine Hinweis war ein Durchbruch und wurde schon bald ausschlaggebend für die ersten internationalen Gegenschlag, keine Ahnung, Weiße Nacht, ein weltweites Wetterkontrollsystem. Eine Reihe von Satelliten, die um die Erde kreisen, werden dazu benutzt, eine spezielle Chemikalie in den Stratosphären zu sprühen, um eine... Jetzt habe ich auch die Schnauze langsam. Am Anfang lief alles nach Plan, die Temperaturen fiel und die Hybriden wurden schwächer. Wir konnten in kurzer Zeit... Was? Ja. Also ihr habt gesehen, ich habe jetzt verdammt schnell gelesen und ja, er hat nichts gebracht. Hinweis, willkommen in Duga 40. Dieses verlassene Gebäude wird zeitweilig dein Zuhause. Du hast alles daran gesetzt, um es gegen Hybriden und andere unwillkommene Gäste zu befestigen. Doch deine Vorräte gehen zu Neige und du musst in der Stadt um sie aufzufrischen. Beginnen wir zuerst mit deinen Taschen. Bestätige Tab, um das Lucht 12 zu aktivieren. Wenn du genug Ressourcen beisammen hast, stellen ein paar Lagerfeuer her. Du wirst sie bald brauchen. Vergiss nicht, etwas Kleidung anzuziehen. Die Kälte da draußen kann dich schnell umbringen. Bevor du dein Haus verlässt, schau auf das Benutzerhandbuch, das auf dein Lurch 12 installiert wurde. Es erklärt dir alle Grundlagen, die du für das Überleben brauchst. Im Spiel öffnet sich manchmal ein Fenster mit Hinweisen und nützlichen Tipps. Drücke das Icon mit den Fragezeichen, um einen Hinweis zu erhalten. Du kannst diese Funktion bei den Einstellungen abschalten. Okay, wir sollen Tab drücken und dann kommen wir in unser... Ich habe den Namen schon wieder vergessen, obwohl ich ihn zweimal... Ach ja, also unser Inventar. Campingpot, bla bla bla, Taschenkopf, Sekundär... Hunger, okay, also ein Survival-Spiel ist das. Wir können uns damit sogar... Aha, hat Rollenspielelemente. Ein Survival-Spiel mit Rollenspielelementen.
Baumaterial, wir können craften, Feuerholz, große Bretter, Tagebuch, okay. Und wir können hier auch bauen, Gebäude, Befestigungen und sonstiges, okay. Sehr cool, hier kommen wir ins Menü. Oh, und hier? Nix. Okay, hier kann man es ausschalten, zack. Okay, kann ich mich jetzt, okay, ich kann mich so bewegen, also mit WASD bewege ich mich und mit den, ich kann aber auch, glaube ich, nee, da kann ich schlagen. Oh, und mit der Maus Hinweis, Lagerfeuer, versuche ein Feuer zu machen, es ist sehr wichtig zu verstehen, wie alles geht. Es gibt zwei Wege, um ein Lagerfeuer zu legen. Der erste Weg, bestätige Tab, um das Loch 12 zu aktivieren, dann suche in deinem Inventar den Gegenstand, der sich Lagerfeuer nennt und klicke mit der rechten Maustaste darauf, wähle benutzen und du siehst einen blauen, halbtransparenten Schatten des Lagerfeuers. Drücke E, um es auf den gewünschten Platz zu setzen, drücke Q, um abzubrechen und der blaue Schatten verschwindet. Der zweite Weg, rüste dein Lagerfeuergegenstand aus, indem du es in die Schnellauswahl für Gegenstände Slots steckst. Das Lagerfeuer-Icon erscheint in einer... Ja, gut, okay. So, erstmal müssen wir gucken. Das ist auf jeden Fall ein Lagerfeuer. Drücke E, um zu untersuchen. Hier kann man Feuer anzünden. Okay. Also mit WASD laufe ich und mit der Maus gucke ich mich um. Mit der linken Maustaste schlage ich und trete. Und wieder raus, rechten Maustaste, ach, drehe ich die Kamera. Okay. Sau cool. Armbanduhr, E einsammeln, okay. Armbanduhr eingesammelt. Armbanduhr eingesammelt. Mission erfüllt. Next Level, okay. Ein Survival-Spiel in Sibirien. Das ist natürlich sau gut. Durchsuchen wir mal, was haben wir denn? Kerosin und Papier. Wir nehmen mal alles. Habe ich denn hier irgendwie eine alte Axt, 9mm Munition, der Taschenfeuer, Papier, Streichhölzer, Batterien? Kerosin, okay. Haben wir hier irgendwie... Ach, hier, Kilogramm, 10 von 68. Okay. Entschuldigung, 10 von 68. Okay, dann machen wir mal hier die Holztür öffnen. Aber man kann das auch hinschlafen. Die Temperaturen sind in der Nacht unberechenbar. Sie können in einem Augenblick tief fallen, sodass schon manche Menschen im Schlaf erfroren. Suche nach einem verlassenen Haus oder einem Raum oder zerbrochene Fenster. Was? Ohne zerbrochene Fenster? Das schützt dich etwa... Was? Das schützt dich etwas vor Geldermeinung. Lege ein Lagerfeuer ganz in der Nähe eines Schlafplatzes und versuche zu rasten. Schlafe nicht lang. Okay. Ah, guck mal hier drüben. Gehen wir erstmal da rein, weil das ist ein Raum. Hier scheint es weiterzugehen. E-Tür öffnen. Ich würde sagen, ich habe jetzt die ganze Zeit den Timer vergessen, mir anzustellen. Wir sagen jetzt einfach mal. Ach so, ich brauche trotzdem einen Timer, dass wir wissen, wie viel... Entschuldigung, ich habe den Timer vergessen. Apps, Pub. Los geht's. Also, ja. Wir haben hier ein kleines Radio. Wechsel die Batterie. E, um aufzusammeln. Ach, E, um aufzusammeln. Ach so, lang drücken. Okay. Ein Computer, Radio aufgesammelt. Hier haben wir wieder ein Bett. Also es ist ja dunkel draußen, ne? E, um zu rasten. 0,5 und 12. Ach so, ich würde sagen, wir rasten mal 4 Stunden. Gucken wir mal, was passiert. Ob es jetzt hell ist. Jo, naja, keine Ahnung. Wir haben 5 Stunden gerastet. Temperatur scheint das hier zu sein. Hier oben haben wir die Energie und hier haben wir... Achso, mit Shift kann man rennen. Den Schrank, den haben wir wahrscheinlich schon sortiert. Sortiert, vor allen Dingen sortiert. Okay, ist auch wieder ein Raum. Kann man die Tür eigentlich wieder... Ja, die Tür mal zu. Oh, jetzt habe ich es zugekickt, Alter. Zugekickt. Ich bin der Karate-Tiger. Okay, das Spiel ist, wie ihr merkt, ziemlich... Türen, passwortgeschütztes Schloss ist ein guter Schutz vor Diebstahl. Manche Leute hinterlassen Notizen mit vergessenen Passwörtern. Einige Hinweise sind schneller zu finden als andere. Schau dich überall um, vielleicht hast du Glück. Egal wie stark ein Türschloss sein kann, wenn es an einer Holztür montiert ist, lässt sich die Tür ganz leicht mit einer Axt bearbeiten. Okay, was haben wir denn hier? Ein Kohleofen. Feuer anzünden, okay. Hier haben wir einen Schrank. Upsala, muss ich eh drücken. Oh, was? Ach, ich bin jetzt in dem Kleiderschrank drin. Okay, kann ich mich auch verstecken? Eine Holztür. Kann man da ran? Ist das hier was? Kann man da was sehen? Nee. Okay,
Okay, da kommen wir raus. Das machen wir später. Wir werden jetzt bestimmt erstmal gräuschlich verrecken. Da bin ich mir sicher. Da ist nichts drin. Ach, ich drücke mal Escape. Entschuldigung. Okay, wir müssen jetzt raus und um das Haus erstmal rumlaufen, um in den Schuppen reinzukommen. Was? Ach, man kann auch Halte E untersuchen. Ach so. Okay, was haben wir denn da? Was haben wir denn hier für eine Zahl? 1927. 1927. Eingabe. Schloss ist geöffnet. Okay. Gut, das war einfach. Das war einfach. So. Wir sind draußen vor der Tür. Wir rennen hier rum wie... Ah, was haben wir denn hier? Wir haben hier einen Holzstamm. Holzstamm. Aufsammeln. Holzstamm. Aufgesammelt. Wie viel haben wir denn Platz? Woran habe ich das nochmal gesehen? Inventar. Woran habe ich das nochmal gesehen? Wie viel ich mitgetragen habe? Ach hier, 20 von 68. Okay, also Baumstamm, kein Problem. Nehmen wir mit. Sehr cool. Sehr cool, sehr kalt. Und was kann man denn jetzt hier? Ah, gefrorene Beeren extrahieren. Und man kann hier zum Essen Beeren nehmen. Okay. Auf jeden Fall sehr interessant. Oh, was ist das? Komm her. Was ist das? Ein Hase. Ach, hier kann man bestimmt auch jagen oder so, wa? Hier kommen wir drüber. Wir wollen aber erstmal um das Haus herumlaufen. Denn da hinten ist ja noch ein Eingang. Oh, was liegt denn hier rum? Ziegelstein. Ach so, E drücken, um zu untersuchen. Und, aha. Erhalten, würde ich sagen, zum Untersuchen. Wie kann ich jetzt die Kamera drehen? So. E, um zu untersuchen. Okay. Also lebt hier jemand noch anderes wahrscheinlich. Ich glaube, wir werden erstmal gräuschlich verrecken am Anfang. Was haben wir denn hier? Feuerholz. Feuerholz extrahieren. Okay. Wir haben jetzt einfach mal ein bisschen Feuerholz mitgenommen. Muss hier noch den Ziegelstein mit. Irgendwo, irgendwas wird schon gut sein. Kisten kann man nicht nehmen. Hier ist noch ein Strauch, da kann man aber nichts machen. Also wir haben es jetzt definitiv Nacht, ne? Es ist Schnee, es ist blau jetzt die Anzeige. Aber wir sollen hier erstmal ein Lagerfeuer machen. Wir gehen mal noch nicht raus. Wir machen jetzt erstmal das, was uns gesagt wurde. Ein Lagerfeuerchen. So, rein hier. Tür bitte zu. So. Okay, manchmal soll ich wieder drehen hier. Ist das hier nah genug beim Bett? Okay, Lagerfeuer, halte E zum Anzünden. Zack, wir haben ein Feuer gemacht. Rot bedeutet warm. Gut, wissen wir das jetzt auch. Untersuchen, was haben wir denn hier alles? Gekocht, roh. Hier kann man Feuer löschen. Kleine Taschenlampe, MD-Thermos. Kann ich jetzt hier rein und dann... Ja, ist aber empty, ist ja leer. Papier, Streichhölzer. Batterie, Leuchte, Armbanduhr, Kerosin. Ein Holzstamm. Gefrorene Beeren. Kann man die hier vielleicht rein? Gefrorene Beeren. Nein, kann man nicht. Das nützt uns nichts. Also wir haben hier unten nochmal Waffen. Leichte Überlebenskleidung. Hier haben wir einen Campingpot. Ach, in den Campingpot kann man da jetzt die Bären rein tun, oder was? Ach ja. Diese. Ausrüsten. Ne. Und da. Ach ne, da legen wir ja den Campingpot ab. Entfernen. Wir benutzen mal. Oh. Konsumiert. Okay, wie sieht es jetzt aus hier eigentlich mit Essen und Trinken und so ein Zeug?
Ach, ich drücke mal Escape, Mann. Kann man denn hier schon irgendwas basteln? Nee, kann man nicht. Gesundheit, Stamina, Hunger haben wir keinen mehr. Dehydrierung. Ja, wir bräuchten... Ich sollte eigentlich das Lagerfeuer in die Nähe eines Bettes machen. Aber, ich stehe jetzt in der Flamme. Gut, macht nichts. Feuer löschen. Wir probieren jetzt mal ein Lagerfeuer zu basteln. Handwerk. Feuerholz, große Bretter, kleine Bretter. Okay. Essen, Munition, Rüstung, Überleben. Angelgerät. Antiseptische Bandage. Dietrich. Lagerfeuer, da haben wir's. Herstellen. Okay, Inventar. Haben wir jetzt das Lagerfeuer hier drin? Lagerfeuer. Ausrüsten. So, und jetzt würde ich gerne hier nochmal rein. Ich würde das neben das Bett stellen. Und wie kann ich jetzt das... Kann ich jetzt das Lagerfeuer dahin? Achso, mit eins. Eins? Nee. Cool. Ah, jetzt. Das stellen wir jetzt mal hier hin. Hä? Achso, mit E. So, Lagerfeuer brennt. Und ich würde jetzt gerne mal eine Nacht durchschlafen. Würde ich sagen, wir schlafen mal 5 Stunden. Rasten. So. Oder bleibt das hier ewige Nacht? Oh, jetzt ist Nacht. Oh. Okay, wir schlafen nochmal 5 Stunden. Okay, das war also... Oh, jetzt ist mein Feuer aus. Hallo? Wir müssen noch ein bisschen schlafen. 5 Stunden. Es ist verdammt kalt, das Feuer ist aus, aber uns geht's gut. Okay. Es ist wieder hell. Okay, also das ist Tag. Gut. Oh. Wir haben hier einen kleinen Schauer. Das Feuer ist ganz kaputt gegangen. Wir können uns jetzt mal ein bisschen wärmen. Dann geht bestimmt jetzt auch weg. Ja. Okay, komm, wir verlassen jetzt mal das Gebäude und gucken mal ein bisschen in der Weltgeschichte rum. Ja, hier raus. Danke. So. Wir haben hier einen Hasen. Süß. Auch mit dem können wir jetzt nichts anfangen. Schauen wir mal rum. Wir wollen ja schließlich auch mal ein Monster sehen. Ne? Okay, was haben wir denn hier? Terminelle Eureka reden. Hallo, Sitzen. I am Archimedes, ist Supercomputer, sind ganz, ja, ist noch nicht alles übersetzt. Übersetzt? Ja, keine Ahnung. Ich kann es nicht. Oh, ich habe wieder Escape gedrückt. Nothing by. What? Ja. Okay, hier ist alles schwarz. Da ist bestimmt Map-Ende. Yep. Laufen wir mal die Straße entlang. Was haben wir denn hier? Oh, wir haben Durst. Hinweiszonen. Du kannst von einem Ort zu einem anderen reisen, indem du auf eine Übergangszone läufst. Grüne Diagonallinie. Ja, das machen wir mal. Willst du den Ort verlassen? Okay, dann wollen wir mal hier gucken. Ah, alles klar. Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Das ist doch das Herz. Nicht gut. Gebiet erforschen. Heim. Wo sind wir denn? Da sind wir. Wir machen mal hier. Gebiet erforschen. Hä? Hallo? Hat super funktioniert. Okay. Ach so. Alles klar, wir müssen dahin und dann werden wir das Gebiet erforschen. Jetzt lädt's. Ah, alles klar. Das X sind wir. Das Viereck dahin, wo wir reisen wollen. So. Okay, wir werden mal sehen, was es uns jetzt hier erwartet. Uns ist auf jeden Fall scheißkalt. Und wir brauchen Trinken. Also uns ist es wirklich scheißkalt. Aber ich habe jetzt auch keine Ahnung. Okay, mit Leertaste... Macht man so einen komischen Schritt. Nicht runterfallen, Freund. So, jetzt haben wir hier was. Was haben wir denn hier drin?
Elektronischer Dietrich, okay. Und hier. Ein Holzkasten durchsuchen. Fleckige Bettlagen, okay. Nehmen wir mal mit. Ach, ich drücke immer Escape, es tut mir leid. Ja, das ist man so eigentlich gewohnt, ne? Escape zu drücken. Bei uns ist es wirklich kalt. Wir brauchen Klamotten. Und ja, wir sind jetzt hier in einem schönen Gebäude. Ach, da hinten sind noch ein paar Kisten. So, da gucken wir mal hin. Oh, hier ist... Alter, da steht einer. Sind die böse? Okay, die Kisten sind dort, weil die das Zeug absperren. Wir gehen mal hier rein, mal gucken, was passiert. Kommen da nicht rein. Wir können die Leiter benutzen. Willst du diesen Weg gehen? Ja. So, jetzt stehen wir. Ah, jetzt sind wir hier drin. Kann ich mit dem reden? Okay, kann ich ihm jetzt hier Sachen? Metallkiste durchsuchen? Verschlossen. Schloss öffnen. Benötigt Stufe 2. Kann ich mit dir reden oder kann ich dich zusammenhauen oder wie ist denn das hier? PEH-Koffer. Immer. Machen die jetzt irgendwas? Wenn ich den jetzt hier das Zeug klaue? Offiziersuniform Fulls, andere zieht. Okay, nehmen wir mal alles. Und jetzt können wir... Offiziersuniform würde ich gern anziehen. Ausrüsten. Was ist denn der PEH-Koffer? Boah. Achso, hier drüben kann ich das. Okay, jetzt haben wir diesen Dings an. Und ja, das ist irgendwie komisch, dass das alles... Armbanduhr, kann man sich damit ausrüsten? Ah, guck mal, jetzt haben wir Gerät und eine Armbanduhr. Okay, da gibt es doch bestimmt auch wieder eine alte Axt. Ausrüsten. Okay, jetzt haben wir Primärwaffe. Eine Axt. Batterie bringt uns jetzt nichts. Cyanid. Ja, das sollten wir definitiv lieber nicht schlucken. Filz. Da können wir doch bestimmt wieder was draus basteln. Ein Holzstamm, Kerosin, kleines Radio. Das bringt uns alles nichts. Papier. Streichholz. Okay. Handwerk. Kann man denn jetzt Rüstung, ein Fuhrcode, Heidnägern, Seil. Okay, damit kann man nichts machen. Waffen, Armbrust. Puh. Okay, da müssen wir erstmal uns noch reinfitzen hier. Das ist natürlich... Ach, ich habe wieder Escape gedrückt. Es tut mir leid. Ich habe es nicht mitbekommen. Okay, wir haben hier fleckige Bettlagen, können wir eine Fackel, Holztruhen, Kohle auf dem Werkbank, Orientierungshilfe, Holzzaun. Aha. Okay, wie komme ich jetzt wieder? Ach ja, ich muss hier oben drauf drücken. So. Die Kiste hier, die ist zugesperrt, was ich recht blöd finde. Hier kann man wieder ein bisschen Feuerholz mitnehmen. Ach hier, übrig geblieben. Ach, jetzt weiß ich. Habe ich die ganze Zeit nicht wirklich gerafft. Den nehmen wir mal das ganze Feuerholz hier weg. Zack, jetzt ist es weg. Super. Komme ich jetzt hier wieder raus? Bitteschön. Ich glaube, ich sollte hier gar nicht drin sein, oder? Junger Mann, wie kommt... Ach, hier ist die Kleider. Die Kleider. Okay, müssen wieder raus. Schauen wir uns mal weiter um. Also auf jeden Fall war es jetzt schon mal etwas angenehmer da drin. Wir brauchen was zu trinken. Okay, kommen wir nicht raus. Oh, Alter. Da oben steht, da war ich schon mit der Kiste. Können wir ja die ganzen Gebäude, Gebäude durchsuchen, ja. Oh, was zum, was ist das denn? Kommen wir gegen das Vieh an?
Oder machen wir jetzt ja, Primärwaffe. Sollen wir uns mal, komm, wir legen uns mal mit dem an. Warum benutzt er die Primärwaffe nicht? Oh, Alter. Okay, mit dem Riesen sollten wir uns lieber nicht anlegen und dann sind wir tot. Du bist gestorben. Ein Tag überlebt. Lade letzten Spielstand. Jo, also okay, mit diesem Viehzeug legen wir uns lieber mal noch nicht an. Wir bleiben trotzdem mal hier. Und natürlich den ganzen Mist wieder abrennen hier. Hallo. Denn nun schon wieder. Verschlossen. Muss ich das jetzt wieder an? Oh Mann, eine alte Axt. Ach, wir haben trotzdem die ganzen Sachen, auch wenn nichts dort steht. Okay. Eine Taschenlampe. Ein kleines Radio, kann ich das auch ausrüsten. Aha. Leichte Überlebensbekleidung. Ausrüsten. Papier. Das ist Spade. Ach, ein Spaten. Sekundär, primär, okay. Wie kann ich denn die Axt auswählen? Ah, jetzt habe ich die Flashlight an. Aha. Kleines Radio aufstellen. Kuh abbrechen, okay. Wie kann ich jetzt... Ah. Bam. So. Oh, was ist denn das? Das schießt. Lass mich. Na komm. Schlag. Was ist denn los mit dem? Die Mutter. Mit einer langen Anthrazit. Jul. Ach. Okay, unsere Gesundheit sieht jetzt nicht mehr so gut aus. Das war jetzt gerade Gonzo. Hm? Alter. Warte doch. Ich bin doch noch gar nicht bereit. Eine Witwe. Wozu ist dieses Anthrazidol? Ach Mensch, drück doch nicht immer Escape, Onkel. Aber es liegt mir ein Häschen. Durchsuchen. Raw Meat, Small Hide. Sehr gut. Ich werde wahrscheinlich immer ein Stückchen brauchen, bis ich dieses richtig... drin habe, die Steuerung. Was ist das? Panzerter Nemostor. Nemostor, oder keine Ahnung. 9 mm. Haferflocken. Rattenwurst. Streichhölzer und Taschenrechner. Nehmen. Können wir denn jetzt hier irgendwas... Was könnten wir denn für... Was ist denn dieses... Ich esse einfach mal. Ach so, das ist jetzt der Container sozusagen. Aha. Cyanid ist natürlich, man sagt, Selbstmord wäre feige, aber man sagt, Anthrazidol verstärkt menschliche Fähigkeiten und Kräfte. Okay, das bringt uns jetzt gerade nichts. Hier haben wir Hülsen, Batterien, Cyanid. Wir haben leider nichts, was wir jetzt nehmen können. Leichte Überlebenskleidung. Haferflocken. Kochzutat. Rattenwurst. Ausgemachte Rattenwurst. Wie sieht es denn eigentlich aus mit unserem Hunger? Komm, wir machen mal, benutzen wir mal. Ram. Hunger voll. Super. Sehr gut. Das Problem ist, wenn man jetzt hier von oben guckt. Also ich persönlich blicke da nicht durch, wo ich schon war, wo ich noch nicht. Ah, da guck mal, da ist eine Kiste drin, da gehen wir mal rein.
Okay. Eine Kiste, Metallkiste. Die durchsuchen wir mal. Was haben wir denn? Kaliber 9, Packung Buchweizen, Taschentuch. Nehmen wir alles mit. Was ist das? Anthrazit, Schulransen, Tomatensaft, Waffenbauteil. Aha. Und mit diesen Schulransen. Oh, wieder Escape gedrückt. Sei mal jetzt nicht so frech hier. Ganz so. Hallo, warum schlägst du nicht? Okay, wir sind bald wieder am Arsch. Anthrazitöl. Anthrazitol. Mensch, ich drücke mal wieder. Okay, wir müssen mal kurz gucken. Und zwar haben wir den Campingpot. Super. Was wollte ich jetzt haben? Und zwar... Schulranzen. Schulranzen mit einem verblassten Ausrüsten. Ah, Taschen. Okay. Habe ich jetzt dadurch mehr... Ja, jetzt habe ich 103. Okay. Jetzt habe ich dadurch mehr... Eine Flasche Tomatensaft. Benutzen. So. Werkzeugset, Ziegelstein. Super. Aber ich habe immer noch keine Ahnung. Was? Wieso? Wieso bin ich denn jetzt gestorben? Aber das ist sehr gut, liebe Freunde, denn... Also ich finde das Spiel gar nicht mal so... Es ist schwer, das ist klar, es ist ziemlich schwierig. Aber ich finde das Spiel gar nicht mal so schlecht. Und ich würde auf jeden Fall sagen, wer solche Spiele, wen solche Spiele hier interessieren, so Survival Games, die auch noch von oben zu sehen sind, vielleicht sogar noch, sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Ich finde das Spiel hier wirklich interessant. Und ja, ich gehe nochmal ganz kurz hier in das Gebiet. Mal gucken, was es hier sagt. Und die reist halt hier von Gebiete zu Gebiete und muss dann euer Inventar füllen. Ihr könnt craften, ihr könnt... Hier. Radiator gibt es. Find the parts to fix the extra Radiator Gearbox. Haha. Okay, man hat hier auch kleine Mini-Quests sozusagen. Okay. Die Parts muss man finden und dann kriegt man dieses Auto. Das ist dieses Auto, was kaputt gegangen ist. Aha. Okay, liebe Leute, da würde ich sagen, was das hier für das angezockt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ihr habt jetzt gesehen, einen Einblick gekriegt in dieses Spiel. Wenn es euch interessiert, könnt ihr euch ruhig das holen. Ich kann natürlich nicht sagen... Ja, das wird nichts bringen, wenn ich hier mit meinem Bein dagegen... Brauche ich dann bestimmt einfach eine alte Axt nochmal ausrüsten. Die alte Axt. Und wie rüste ich die jetzt aus? 3. Mit der 3. Und jetzt kriegt man da schon ein bisschen was raus. Zack. Weg. Ja. Wie ihr seht, also ich finde es cool, muss ich sagen. Ich finde es echt nicht schlecht. Ich werde mal schauen, wie weit ich das noch zocke. Oder wie weit es, ja doch, es reizt schon. Doch. Die Grafik geht auch. Für diese Art Spiele. Was? Mein Inventar ist voll. Na, das ist ja doof. Und ja, da würde ich sagen, kauft es euch, wenn es euch interessiert hat. Und wenn nicht, dann eben nicht. Aber es ist sehr interessant, wie ihr gesehen habt. Man kann hier craften, man kann bauen, man kann craften, man muss auf alles achten, Temperatur, Müdigkeit, Blutung, Vergiftung, Verbrennung, Frakturen, man muss für alles irgendwie was basteln, finde ich sehr, sehr, sehr interessant, muss ich sagen, hier kann man seine Fähigkeiten noch ausbauen, Anthrazidol, ach, mit Anthrazidol, wenn ich dieses schlucke, was ich jetzt natürlich nicht mehr einstecken habe, weil ich ja gestorben bin, kann man seine Fähigkeiten ausbauen. Okay, weil hier seht ihr ja Anthrazidol. Und dann, cool. Explore, wir sind hier unten. Die ganze Map kann man hier exploren wahrscheinlich. Wir sind gerade mal hier unten. Und Benutzerhandbuch, hier kann man noch ein bisschen was lesen. Hier drüben könnt ihr, ja. Auf jeden Fall, ich find's cool. Ich werde das noch ein bisschen zocken. Neben da. Was zum Geier? Ach komm, wir lassen uns mal noch zerdrücken jetzt hier von dem Vieh. Ich glaube nicht, dass wir dagegen ankommen. Bam, tot. Und ja, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht auf jeden Fall Spaß, das Spiel.
braucht ein bisschen Zeit, denke ich mal, um da reinzukommen, um da vielleicht so ein bisschen länger zu überleben. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Angezockt, beim nächsten Let's Play Projekt oder sonstigen. Und ja, bis dahin. Tschüss.